Sehr schön, aber das freut mich, dass dieses Konzept hinhaut. Sehr gut. Weil der Rest ist, glaube ich, ziemlich No-Brainer-mäßig. Wir müssen jetzt einen Skycrane draufbauen und eine Rakete drunter und dann war es das auch schon. Dann fliegen wir damit nach Minmus. Mal eben schnell. Sollte eigentlich funktionieren. Mal gucken. Ich bin gespannt. So. Also, der Part ist check. Das passt so. Das kann man so machen. Ob dieses Relay-Zeug so funktioniert, das werden wir dann sehen. So. Dann kommt hier ein Decoupler-Ding hin. An irgendeiner Stelle, weil. Oh, ein kleineres Decoupler-Ding. Das wird unsere, ich sag mal, Transfer-Stage rüber. Tatsächlich versucht zu sagen, bei dem Gewicht. Ah, es lohnt sich nicht, ne? Es lohnt sich nicht dafür, ein Atomtriebwerk auszugeben. Wir nehmen hier so einen kleinen Dödelantrieb, so einen effizienten. Guck mal. Das hat jetzt schon mal 1400 Delta V, einfach um Dinge von A nach B zu bringen. Das reicht für den Transfer raus nach Minmus. So, jetzt kommt noch ein weiterer Dockingport, der dort oben rauf kommt. Im Idealfall ziemlich mittig. So. Denn dort werden wir unseren hochprofessionellen Skycrane anbauen, der uns auf überaus hochprofessionelle Weise. Wartet mal. Ich glaube, die Tür wird vielleicht ein Problem. Der uns auf überaus hochprofessionelle Weise absetzt. Verdammt, die Tür wird einen Abstrahl haben. Und Pablo und Spinner. Und Dusef. Habe ich so schlecht aufgepasst? Vielen lieben Dank fürs Follow. Ist mir irgendwie entgangen, aber euch allen dreien viel Spaß beim Zuschauen weiterhin natürlich auch. Das können wir natürlich ein bisschen anders lösen. Passt öff. Dann machen wir keinen echten Skype, also keinen. Soll ich das sagen? Skycrane? Sondern wir machen einfach einen improvisierten eigenen. Zack. Brauchen wir da noch eine Empfangsantenne? Genau, ich könnte natürlich auch die Düsen über Eck drehen. Mal gucken, ob ich es hinbekomme, das frei zu halten. Mal gucken. So. Extend die Engines und dann drehen wir den Freund mal. Hä? Ja, dann drehen wir ihn halt. Hä? Warum will er sich nicht drehen lassen? Doch, will er. So. So müsste es ja eigentlich tun. Schwuppdiwupp. Skycrane in Action. Reaction Wheel haben wir da unten. Das sollte uns auch genug Torque geben. Direkt unter den Abstrahldüsen ist nichts Gefährliches. Und das Ding hat viel zu viel Delta V und viel zu viel Thrust-Weight-Ratio für Minmus. So, das heißt, wir kommen damit rüber, wir kommen damit hin. Ich mache jetzt einfach sicherheitshalber, ganz ehrlich, weil es uns A nicht interessiert und B dann auf jeden Fall klappt, mache ich hier jetzt noch ein großes Reaction Wheel dazwischen, falls das hier doch irgendwie zu viel Seitendrall erzeugt. Aber eigentlich, das wiegt auch alles nichts. Das sollte locker flockig funktionieren. So, dann werden wir das hier jetzt alles in ein wunderschönes Fairing verpacken, damit wir uns nicht dafür schämen müssen, wie unglaublich ineffizient das ist. Und ich befürchte, es wird ein großes Fairing werden. Oh ja, das wollen wir nicht. Danke.
Wir wollen aber, dass das hier gestruttet ist. Autostrut. Und wir strutten mal von hier oben nochmal durch. So, das sollte dann eigentlich reichen. Und wir wollen eigentlich auch nicht, dass der hier irgendwie wackelt. So, Build Fairing. Machen wir jetzt einmal mit der großen Kelle ein Fairing außenrum. Aber wie gesagt, das ist eine relativ überschaubare Geschichte eigentlich. Gut, ich mir ist gerade aufgefallen, dass ich was vergessen habe. Retrakt. So. Sicherheitshalber, weil ich nicht weiß, wie sich das sonst verhält, mache ich jetzt hier noch einen Probe Core drauf mit einer Antenne, dass hier einfach echt keine Probleme entstehen. Nicht wegen, also ich will nicht wegen sowas scheitern. So. So, und jetzt bauen wir da ein Fairing noch rum. Genau, die Rampe ist auch meine einzigste Sorge. Aber wie gesagt, mit so einem. Mit so einem Fairing außenrum müsste das eigentlich okay sein. Schönes großes Knallbonbon. Das würden wir gerne auf Clamshell Deploy mit 4 Seiten und einer Ejection Force von ungefähr 300 stellen. So. Jetzt kommt aber wahrscheinlich das große Problem, dass ich so große Triebwerke gar nicht habe, ne? Können natürlich alles irgendwie ein bisschen größer skalieren. Zack, zack. Eine Scale mehr. Zack. Zack, zack. Eine Scale mehr. So, dann hat das auf Kerbin eine. Zack. Trustwert Ratio von 1,3 schon und 3 Milliarden. So, das ist jetzt alles ein bisschen komisch wegen dem Dings. Ja gut, weil er die nicht im Decoupling drin hat, was aber auch nicht wild ist. Gut. Also das Ding hat ordentlich Delta V, das Teil unten drunter hat ordentlich Delta V. Ich hoffe, ich kann meine Decoupler scalen. Gott sei Dank. So. Und dann werden wir wahrscheinlich einfach nur. Wahrscheinlich wird das eine sehr einfache, aber hochgescalte Rakete. Denn ich vermute mal, wenn wir dieses Triebwerk hier hochskalieren, guckt mal, da sind wir hier schon mit dem Triebwerk dann quasi bei 6130, also lockerst. Ich muss jetzt eigentlich nur noch ein paar Booster anbauen, um dafür zu sorgen, dass wir am Anfang. Die sehen bestimmt richtig putzig aus, jetzt die Dinger hier in der Größenkategorie. Dass wir am Anfang genug Schub entwickeln. Und dann war es das eigentlich schon. Zack. Über die müsste eigentlich reichen, oder? Startrampe ran und dann nehmen wir doch mal die guten alten Nupsi-Booster hier. So. Und die bringen uns zusammen mit dem hier auf eine Atmospheric Thrust Weight Ratio von 1,23. Dann sind wir bei 0,95, sobald wir die ab koppeln. Das heißt, wir werden dann einen kurzen Moment Geschwindigkeit verlieren. Das ist aber gar nicht so wild, weil wir sollten relativ schnell Treibstoff verbrennen und sobald wir wieder auf 1,0 sind, kommt da auch wieder ein bisschen Speed rein. Das heißt, erstmal gerade bleiben. Die bringen uns die ersten paar Meter nach oben und dann werden wir uns über den Treibstoffverbrauch einfach erholen. So, das Ganze jetzt wieder mal auf eine vernünftige Höhe bringen. Gut, dann checken wir nochmal das Staging. Also, wir sind ja hier nicht bei RSS, das kann alles in 1 rein. Dann kommen irgendwann die Booster weg, dann kommt irgendwann der Kram weg. Spätestens, wenn wir auf der Stage fliegen, könnte man theoretisch mal sagen,
ihr hättet gern. Dann kommt irgendwann das und das. Jawohl, das ist dann unser atomares Triebwerk und das hier müssen wir nochmal diskutieren. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Okay, ich glaube, das passt so und ich würde es auch einfach direkt so starten, aber weil ich euch mag und weil beim Testen gerade draußen irgendwie ziemlich finster war, gehe ich jetzt hier noch einmal raus und zeitraffere uns auf den nächsten Morgen nach vorne, wenn es für euch okay ist. Dann haben wir nämlich auch was zu sehen beim Start und müssen uns nicht darauf ver- und ihr müsst mir nicht einfach glauben, dass da eine Rakete fliegt, sondern da fliegt dann tatsächlich eine Rakete. So, Mission hatte ich ja angenommen, war ich mir ziemlich sicher. Zack, 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 zack. Nö, die Booster müssen gar nicht größer, das reicht schon. Das reicht schon. Denke ich mal. Und wenn nicht, wird es spannend, die Rakete zu fliegen. So, jetzt. Achso, ich kann ja hier auch einfach Warp to Next Morning drücken. Üt. Üt. Sonnenaufgang. Ding, 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 ding. So. Endlich mal wieder was Unbemanntes. Das wird auch lustig. Und das wird auf jeden Fall mal eine experimentelle Landungsart und Weise. Und wenn das gut läuft, ich meine, wir haben jetzt noch 40 Minuten Zeit, dann könnte das sogar darin enden, dass wir noch den nochmal zur Duna-Mission rüberschwenken. Also außer es gibt direkt einen Folgeauftrag. Ja, ich will nicht zu viel versprechen, aber ich habe sie losgeschickt. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe sie losgeschickt. So. Gut. Feuer frei, würde ich sagen. Wir schicken unseren Minmo Space Scouting Rover. Ja, ich weiß, mir ist echt kein komplizierterer Name eingefallen. In Richtung Minmus los, um den nächsten Vertrag aus der Serie Eine Basis für Minmus zu erfüllen. Währenddessen ist unsere Duna-Rakete mittlerweile unterwegs, hat ihr Transferfenster getroffen und das seht ihr auch in der Alarmglocke, wird in 187 Tagen die Duna Sphere of Influence erreichen und hat in 188 Tagen nach einem kleinen Gratis-Vorbeiflug an Ike, der hoffentlich mit viel Science getränkt sein wird, die Möglichkeit, in den Duna-Polarorbit einzuschwenken und dann setzen wir auch unseren Hover-Rover ab. Das wäre echt awesome, wenn das funktioniert. Wenn nicht, ist das nächste Mal Duna-Startfenster in gefühlt 300 Jahren. So, und ich sag jetzt mal 2, 1, Risiko. Los geht's! Unsere Minmus-Mission ist unterwegs und mir fällt gerade auf, ich hätte vielleicht noch eine Antenne irgendwo installieren können. Aber hey, irgendwas ist immer. Ich hoffe, dass ich lang genug Kontrolle habe. Da intern in der Box ist ja eine 500 Kilometer Omni-Range. Die wird uns jetzt wahrscheinlich den Arsch retten. Wahrscheinlich. Wir werden es sehen. So, jetzt sind die Booster durch. Jetzt seht ihr, was passiert. Wir sind im kurzen Moment mal auf nicht 1-0er Trust Weight, aber hat sich jetzt schon erledigt. Das heißt, ab jetzt fängt sich unsere Geschwindigkeit auch wieder und wir gehen wieder auf eine Positivgeschwindigkeit. Genau, unsere Trust Weight ist, unsere Delta V's werden sehr eigenartig angezeigt, aber ich hoffe mal, dass sich das noch korrigiert durch das jetzt nach oben steigen und Geschwindigkeit gewinnen. Wir werden es sehen. Entwickelt sich ja. Entwickelt sich ja. So, wir sind auf jeden Fall in Richtung Orbit unterwegs. Unsere Booster sind aufgeschlagen. Ist heute urlaubsbedingt mit längerer Laufzeit zu rechnen oder Business as usual? Hier ist Business as usual heute, also bis 18 Uhr um und bei, denn ich möchte gerne mit meiner lieben Frau auch was zum Abendessen. Vielleicht, ganz vielleicht, ich will mich da noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Kann ich mich aber auch heute Abend dann nochmal abseilen für einen weiteren Stream? Mal gucken. Mal gucken. Wenn, dann werde ich das im Discord bekannt geben. Und wenn ihr Ausrufezeichen Discord macht, könnt ihr dann auch rausfinden, wie ihr in den Discord kommt. Vielleicht gibt es ja noch einen Stream heute. Aber wie gesagt, ich kann es euch nicht versprechen. Das ist jetzt einfach nur mal geteasert für vielleicht. Vielleicht. So, ein bisschen gucken. Apoapsis ist noch nicht allzu hoch. Ich bin nicht allzu schnell unterwegs. Habe jetzt aber mittlerweile eine angenehme Trust Weight aufgebaut. Jetzt sollte hier hoffentlich auch ein bisschen was passieren, so langsam. So. Wir haben noch eine Burntime von etwas über einer Minute. Geschwindigkeit kommt jetzt. Trust Weight nähert sich zunehmend der 2 an. Also alles in den grünen Bereich. In den grünen Bereich, würde ich mal sagen. Wie gesagt, war am Anfang ein bisschen schwächlich auf der Brust die Rakete, aber jetzt wird's ja.
So, auf der Höhe werde ich es mal halten, dass wir nicht zu flach rausgehen. Wir müssen nämlich noch ein bisschen Höhe kriegen, denn das nächste Triebwerk ist nicht besonders effizient in der Atmosphäre. Sieht aber gut aus. Ich glaube, ich folge jetzt einfach mal dem Prograde. Jo. Da kommen wir gut rausgeschossen. Jetzt schon mit einer 2,5er Thrust-Weight-Ratio gleich. Und da sind wir unterwegs. Jawohl. Sehr schön. Und wir haben 70 Kilometer Höhe erreicht. Okay, ich gehe jetzt ein bisschen flacher als der eigentliche Plan. Und wir gehen rüber auf die kleine Triebwerkskanzel. Und ich mache jetzt mal hier auf. Zack. Und aktiviere jetzt einfach erstmal unsere erste Antenne. Schwupp. Damit das sichergestellt ist. Und ich mache auch unseren Solarstrom schon mal an. Damit wir ein bisschen Strom reinbekommen. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Da müssen wir jetzt nur noch gleich ein wenig daran arbeiten, in den Orbit hochzukommen. Wir haben jetzt auf der Stage 3500 Delta V. Das wird wohl ganz knapp reichen. Ja. Hätte ich doch noch Kaffee. Aber ich muss den ja über meinen Tisch kippen. So. Ja, natürlich brennt es mir auf den Fingern oder unter den Fingern, den Hover Rover zu testen. Um Himmels Willen. Ich sag ja nicht, dass ich nicht auch spannend wäre. So, also wir testen auch mal kurz, ob der Rover sauber verbaut ist, sonst fällt er uns dann gleich auf die Erde runter. Oder auf Kerbin. Ja, unsere Interpretation einer Rover-Landung mit einer Box mit einem Rover drin, wo man rausfahren kann. Mal gucken. So. Nee, Solarpaneele zähle ich nicht ein. Das sehe ich ja gar nicht ein, dass ich die einziehe. Ein bisschen. Ich nehme mal ein bisschen Schub raus. Lalala. So. Ich coaste mal kurz bis zur Apo. Die habe ich jetzt vor lauter Quatschen ein bisschen weit hochgedrückt, aber wird uns jetzt auch nicht schaden. So. Zack, wir wollen gerne Prograde noch ein bisschen brennen. Dann haben wir gleich einen schönen Orbit. Leider ist die Rakete sehr leicht, also ich glaube, das wird heute nichts mit Massive Scale Launches. Das würde mich wundern, wenn es dafür Kohle gibt. Naja, okay, zumindest die 40.000, okay. Den kleinen Betrag. Gut, wir wollen nach Minmus mit dem Hobel. Und dafür machen wir am besten mal... Wo ist denn Minmus? Oh, vielleicht müssen wir gar keine Angleichung machen, sondern fliegen einfach vom Ascending Node direkt hin. Mal gucken, ob wir einen Zufallstreffer kriegen. Ja, wie immer. Natürlich. So, dann gucken wir nochmal, dass das ordentlich ist, dass wir relativ nah rankommen. Schwupp. So. Oh, hier ist auch schon relativ voll an Minmus, ne? Also ist ja nicht so, als ob ich da nicht schon genug Aufklärung betrieben hätte. So, zack. So, 40 Kilometer Überflug, das sieht doch ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, müssen wir zwingend... Ne, wir müssen ja nicht polar gehen. Ich kann ja auch mich ganz gemütlich auf einen Vorbeiflug einlassen. Müsste ich nochmal hinbekommen. So. Ach, was weiß ich. Machen wir halt erstmal so und ich korrigiere das dann nochmal. Ich glaube, hier macht ein Äquatorialorbit wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn. So. Testlandung? Kerbin? Was? Nee.
Hast du den Rover mit dem Decoupler verbunden oder wie machst du das? Genau, wenn man mal in unsere spektakuläre Box hineinguckt, sieht man, dass der Rover mit einem Docking-Port verbunden ist und der decoupelt dann einfach und dann kann ich rausfahren. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil sonst unser Rover. Naja, ich kann ihn halt nicht wieder andocken, weil ich nur einen Docking-Port habe. So, wir haben gleich einen 44-Sekunden-Burn vor uns. Den werden wir mal ordnungsgemäß durchführen. Hier so ungefähr. Zack. Und Feuer frei. So, wie gesagt, wir haben immer noch 2000, also es reicht, um uns in den Minmus-Orbit zu bremsen, um. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Like for Pro, vielen lieben Dank für dein Abo und ja, viel Spaß weiterhin beim Zugucken. Und ja, also das reicht, um in den Minmus-Orbit einzuschwenken, wollte ich gerade sagen. Es reicht auch noch, um den Orbit fünfmal hin und her zu drehen und wahrscheinlich auch, um wieder zurückzufliegen, ehrlich gesagt. Also von daher alles Chico. Aber wir werden die Stufe wahrscheinlich im Zuge der Minmus-Landung dann einfach vernichten. Vielleicht. Zumindest, weil wenn ich mal gucke, so viel Gap ist dann gar nicht mehr zwischen den Dingern. Wobei das natürlich auch daran liegt, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass der Skycrane noch den ganzen anderen Kram gerade mitschleppt. So, jetzt gucken wir einmal, dass das Manöver sauber reinkommt. Da kommt unser Apoapsis. Jetzt mal wieder runter. Runtersteuern, einfach zu kräftiges Triebwerk mit dabei. So. Sonst wird das nicht exakt genug. So, jetzt ist es mittlerweile irgendwie. Genau, da kommt er. Jetzt ist es ein Flyby. Das ist schon mal gut. Den ziehen wir jetzt noch ein bisschen näher ran, weil wir gerade mal unterwegs sind. So, und ich mache jetzt gar nicht mal so viel, weil von hier haben wir eine schönere Möglichkeit mit einer Zwischenkorrektur. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Levinox, danke für die zweite Subscription in Folge und auch dir natürlich weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, und jetzt können wir nämlich eine Sub. Eine Mid-Course-Correction, nicht Sub-Course-Correction. Eine Sub war gerade was anderes. Die hat Levinox nämlich gerade da gelassen. Wenn wir hier so nämlich ein Manöverchen machen, können wir dann wieder mit relativ wenig aufwenden unsere Periapsis so korrigieren, dass wir in einen schönen Äquatorial-Orbit einschwenken. Das war fast ein bisschen tief. So, und wenn wir schon mal da sind, warte mal, ich hätte jetzt fest damit gerechnet, dass ich den Radial nehmen muss, aber ist es nicht. So, dann können wir gleich ein bisschen tiefer gehen. Gut, dann kommen wir in schönen 27 Kilometer Vorbeiflug, ungefähr auf Äquatorhöhe, können wahrscheinlich noch einmal mit dem Minmus-Länder hier abklatschen. Was ist das noch? Noch ein Minmus-Länder? Tausende Minmus-Länder. Wie viele Minmus-Länder sind hier unterwegs? Na gut, vielleicht ein bisschen viele. Gut, das ist in 4 Stunden. Wir haben bis in 4 Stunden nicht besonders viel vor. Das heißt, wir können jetzt hier mal den Zeitraffer anschmeißen und uns dorthin raffern. Beziehungsweise wir machen das einfach mal wie erwachsene Leute mit den Möglichkeiten, die Kerbal Space Program da so bietet. Wir klicken da nämlich drauf und sagen, warp the next Manöver. Los. So. Das geht alles sehr schön vollautomatisch und ich guck mal nebenbei. Achso, ja, aber es macht nicht besonders viel Sinn, wenn er hier die ganze Zeit den Time Warp reinballert. Gut, ich glaube, das könnte funktionieren. Wisst ihr, was wir heute Abend machen könnten, wenn ihr Bock habt? Wenn vielleicht der ein oder andere von euch Bock hat. Wenn das zeitlich bei mir klappt, würde ich heute Abend, um die ganzen KSP-Zuschauer nicht zu sehr abzuhängen und ich Zeit habe. Ich habe eine relativ interessant aussehende gemoddete Multi- oder Multiplayer-fähige Map für Take on Mars gefunden.
diejenigen von euch, die da Bock hätten mitzuspielen, denen würde ich dann im Discord, falls es dazu kommt, dass ich Zeit habe, mal die Informationen reinschicken, in den Discord, was ihr da installieren müsst an Zusatzmodulen. Ich kann euch nicht garantieren, dass es funktioniert. Ihr wisst ja, Take on Mars, bisschen buggy oder so. Und dann könnte man mal einen Livestream machen mit, wir versuchen eine Marskolonie gemeinsam zu bauen. So mit 3, 4 Leuten maximal. Genau. Das ist mal thematisch was anderes, trotzdem spacig und kooperativ und ihr könnt mal mitspielen. Und wir hängen, wie gesagt, die KSP-Leute nicht komplett ab. Ich finde, das ist ein fairer Deal. Die Alternative ist natürlich, Emo Jack und ich spielen Pup, aber ich weiß nicht, ob das jemand sehen will, Jack, ehrlich nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich das sehen will. Dieses Elend, dieses elende Elend. Aber wir können das für diese Woche vielleicht nochmal anpeilen, Jack. Ich weiß ja nicht, ob du da bist, die Woche. Machst du Mittwoch eigentlich deinen Stream? Letzte Woche ist ja ausgefallen oder diese Woche ist ja ausgefallen. Kann man dich diese Woche oder bist du diese Woche dort, um deinen Stream zu streamen, deinen Stream durchzuführen? Wo ist mein Manöver? Wo ist es denn? Ja, witziges Manöver. Gut, danke. Reicht mir aber auch so. Sehr schön. Dann sind wir eigentlich so weit durch, dass wir hier hinwarpen können. Genau. Ich finde, wir waren schon gut. Not. Totally. Sowas von not. Apropos, wir müssten vielleicht mal in ein paar Tagen einfach nur aus Sicherheitsgründen. Also wir machen jetzt hier kurz noch diese Landung, glaube ich, von dem Rover. Und dann müssen wir unbedingt mal zur Moonbase Bravo gucken, weil laut Anzeige habe ich noch 16 Tage Essen. Das sollte normalerweise nicht der Fall sein. Also wenn das alles geklappt hat, haben wir immer noch 100 und ein bisschen. Aber da müssen wir heute auf jeden Fall nochmal zum Abschluss ein Häkchen setzen, dass die nicht am Verhungern sind. Das ist schließlich unser Prestigeprojekt, die Moonbase Bravo. Das Musterbeispiel einer perfekten Kolonie. So. Und ich würde ja tendenziell den Rover gerne in irgendeinem See oder sowas absetzen. Oder wir gucken mal, wo die Ressourcen besonders dicht sind. Da werden wir dann wahrscheinlich mal unsere Forschungen starten. So, jetzt heißt es aber erstmal dahin warpen. Schwupp. Moin, viel Spaß beim Zugucken noch. Du hast natürlich jetzt nur die letzte halbe Stunde nochmal abgegriffen, aber irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja bekanntlich immer. Und ihr seht, ja, Delta V technisch alles total entspannt. Ich muss jetzt nur einmal mein Triebwerk wieder hochskalieren, damit ich hier nicht 3 Stunden lang an diesem Burn rummachen muss. Gut, 5 Sekunden ist vielleicht auch ein bisschen arg kurz. Aber so ist es halt. Idle ist da, ich sollte abbrechen. Ich würde niemals aus Angst vor dem Kraken abbrechen. Ich lache dem Kraken jeden Tag fröhlich ins Gesicht. Und trete immer wieder gerne an, um ihn zu besiegen. Also den Kraken, meine ich. So, wartet mal. 80er Trust Rate braucht man ja jetzt auch nicht. Aber so eine 20er wäre schon cool. Da kann auch ein bisschen mehr Schub erstmal machen, dass das Orbitalmanöver hier schnell rumgeht. Aber dann können wir echt auf 10% Schub oder so runtergehen für die Landung. Weil, ey, wir brauchen 90 Trust Weight. Niemand. Niemand hat die Absicht, so viel Trust Weight zu haben. Schwupp. Und Periapsis ist bei 27 Kilometer. 10%. So. 18 Trust Weight wird wohl immer noch ganz knapp reichen. So, jetzt machen wir nochmal das Overlay für diese lustigen Ressourcen an. Also, Cut-off, weiß ich nicht. Cut-off 50%. Wir fangen mal mit Gypsum an und ich hätte gern eine andere Farbe. Okay, gibt es noch höhere Konzentrationen? Oh ja. Oh, 80% Konzentration. Das ist natürlich gar nicht so übel. Das Problem ist, dass das Gelände alles echt scheiße ist, ne? Oh, hat er gerade scheiße gesagt? Hat er schon wieder scheiße gesagt? Okay, monetarisieren wir also die Folge auch nicht. So,
Interessant ist hier natürlich, wo gibt's Ohr auch noch zusätzlich? Düdüm. Okay, hier gäbe es auch ein bisschen Ohr auf dieser Fläche. Oh, hier ist natürlich. Warte mal, wie sieht's hier mit Gypsum aus?